heute nochmal hier sein darf und ein bisschen was über die Ulcibat-Methode oder perkutane Myofasziotomie erzählen darf. Eigentlich war ich gar nicht so richtig darauf vorbereitet, den Vortrag nochmal zu halten, weil ich das letztes Jahr schon erzählt habe, aber ich habe gehört, es sind einige neue da und deshalb gebe ich nochmal einen kurzen Überriss, nicht ganz so ausführlich wie beim letzten Mal und vor allem die Fallbeispiele habe ich weggelassen, weil wir ja heute sozusagen Live-Kandidaten da haben, die das noch viel besser erzählen können. Die beiden hier, das ist der Herr Ulcibat und Herr Lazarov, das sind diejenigen, die die Methode ins Leben gerufen haben. Herr Ulcibat war in Russland tätig und Herr Lazarov ist einer seiner Schüler. Er ist inzwischen in Spanien tätig und macht die Operation dort noch immer. Der Herr Dr. Bernius, mein Chefarzt, ist vor mehreren Jahren bei Herrn Lazarov gewesen, hat sich die Methode dort angeguckt und das sozusagen dann nach Deutschland geholt. Kurz zusammengefasst ist es so, dass durch die Spastik und durch wenig Bewegung die Faszie, die äußere Hülle, die um den Muskel rum ist, verklebt und verfilzt. Das sieht dann in etwa so aus. So sieht ein gesunder Muskel mit Faszie aus. Das ist ein schönes Wellenmuster, was sich ausdehnen und zusammenziehen kann, was bei diesem Geknäuel einfach nicht funktioniert. Und das ist genau das Problem, was entsteht durch Spastik, durch Muskeln, die sich wenig oder schlecht bewegen. Zum Beispiel auch bei bettlägerigen Patienten, die einfach gar keine Bewegung haben, auch ohne dass sie eine Spastik haben. Unser Ziel ist es, die Muskeln sozusagen von diesen Verklebungen und Verhärtungen zu befreien, damit sie wieder besser arbeiten können. Das Prinzip ist, dass wir mit einem speziellen Messer oder einer Nadel diese fibrotischen, harten Fasern im Muskel durchtrennen und die Hülle um den Muskel rum auch einmal quer durchtrennen, sodass der Muskel sich wieder ausdehnen und zusammenziehen kann und so seine Arbeit ausführen kann. Dabei wird das Muskelgewebe nicht verletzt und es braucht nur einen ganz, ganz kleinen Hautschnitt beziehungsweise manchmal sogar bloß einen kleinen Pieks. Das gibt uns die Möglichkeit, an vielen Stellen, also an vielen Muskeln, zu korrigieren. So sieht das aus. Das Messer sticht durch die Haut, durchtrennt den Faszienstrang beziehungsweise auch den fibrotischen Strang und der Muskel kann sich wieder ausdehnen. Fährst nicht mit? Das ist jetzt nochmal das Gleiche, das vorher war so ein Faszienstrang im Muskel, das ist die Faszienhülle außen um den Muskel herum. Das ist das Gleiche nochmal als Modell. So sieht ein gesunder Muskel aus. Der dehnt sich und zieht sich zusammen. Der ist elastisch. So sieht das mit so einer verhärteten fibrotischen Faser aus oder einer verhärteten verklebten Faszie. Der Muskel kann sich nicht mehr richtig ausdehnen und ist deutlich limitiert in dem, was er an Arbeit leisten kann. Das ist sozusagen unser Fasziotom, mit dem wir diese verhärteten, verklebten Fasern durchtrennen. Drunter ist der Muskel, der weicht aus und kann anschließend wieder arbeiten. Bei uns sieht es in etwa so aus, es gibt sehr, sehr viele Muskeln am Menschen. An
all diesen Muskeln, das sind alles relativ oberflächlich liegende, kann man diese percutane Myofasziotomie machen. Die Voraussetzung ist tatsächlich, dass man an den Muskel und an die Faszie gut herankommt, ohne dass man zu sehr in die Tiefe oder an gefährlichen Strukturen wie Nerven und Blutgefäßen zu dicht vorbei muss. Das sind je nach Krankheitsbild unterschiedliche Muskeln, die da betroffen sind. So ist es bei der HSP tatsächlich sehr häufig der Wadenmuskel, der betroffen ist, der verkürzt. Dadurch kommt es zum Spitzfußgang. Das sind häufig die Adduktoren hier im oberen Bereich. Das sind die Muskeln, die die Beine zusammenziehen und zusammenhalten. Das ist häufig auch ein Hüftbeugemuskel, und zwar der oberflächliche, der Musculus rectus femoris, der zum einen die Hüfte beugt, also das Bein anhebt, zum anderen aber auch das Knie streckt. Und das sind alles Muskeln, die man damit sehr gut therapieren kann. Es ist je nach von Fall zu Fall immer ein bisschen unterschiedlich, das Verteilungsmuster. Das ist dann im Vorfeld durch die Untersuchung zu klären, zum einen das Gangbild, zum einen die Untersuchung im Liegen, wir betrachten das Gehen und wir schicken eben die gehfähigen Patienten zur Ganganalyse ins Kinderzentrum, um nochmal abzuklären, ob das, was wir gesehen haben beim Gangbild, auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, was man messen kann. Das deckt sich in erfreulich vielen Fällen, aber manchmal kann man es nicht ganz genau sagen, wo kommt es jetzt eigentlich her, und da hilft dann einfach der Austausch und das Gespräch nochmal ungemein, um die richtige Entscheidung zu treffen. So sieht das im OP aus, zum Beispiel bei den Kniebeugemuskeln, auch das sind Muskeln, die hin und wieder betroffen sind. Da messen wir den Winkel, der fehlt zur vollen Streckung. Das ist jetzt ein Kind, da sind 55 Grad einfach deutlich zu viel, also ein Kind müsste fast auf eine volle Streckung kommen, und das ist das, was wir nach der Myofasziotomie erreichen. Das sind 30 Grad, das ist keine volle Streckung, das ist aber auch wichtig, weil je mehr man sozusagen streckt und je mehr man dehnt, desto mehr schwächt man den Muskel auch, und es ist durchaus wichtig, so eine gewisse Restbeugung noch zu haben, weil diese Muskelgruppe wiederum nicht nur das Knie beugt, sondern auch das Becken aufrichtet. Und das ist das Schöne an der Methode, dass man das sehr schön im OP korrigieren kann und messen kann und entsprechend die Dehnung dann erreicht. Der Pieks ist tatsächlich so klein, das ist die Narbe, die man nachher sieht. Nachbehandlung schaut so aus, dass wir, wenn wir die Kniebeugemuskeln mit verlängern, dann gibt es diese Macron-Schienen, die die Knie erstmal in Streckung halten, die stabilisieren beim Stehen und Gehen, die dürfen die Patienten relativ schnell abnehmen zum Laufen, wenn das damit besser geht. Manche haben es aber auch gerne für die Stabilisierung hinterher am Anfang. Nachts sollten sie definitiv getragen werden, dass die Muskeln nicht gleich wieder in die Beugung gehen und entsprechend verkürzen. Unterschenkelgipse gibt es, wenn der Wadenmuskel verlängert wird. Die sind die ersten 2-3 Tage geschlossen, werden dann aufgeschnitten, dann kommen Klettverschlüsse dran. Das sieht dann in etwa so aus, das ist dann ein Gips, den kann man anziehen und aber auch mal wegmachen zur Körperpflege. Es ist Vollbelastung mit diesem Gips erlaubt, allerdings tatsächlich auch nur mit dem Gips. Die Macron-Schienen, die kann man wegmachen, da kann nichts passieren. Der Gips ist ein gewisser Schutz, dass der Muskel nicht weiter einreißt, als wir uns das bemessen haben während der OP. Deshalb musste die ersten 6 Wochen zur Belastung tatsächlich getragen werden. Danach empfehlen wir in der Regel, den Gips noch weitere 6 Wochen nachts zu tragen, dass wir einer erneuten Verkürzung des Muskels bestmöglich vorbeugen. Die Vorteile von dieser percutanen Myofasziotomie: Wir haben diese im Prinzip ganz ähnliche Operationen, teilweise die gleichen, früher schon genau auch gemacht, aber mit
entsprechenden Hautschnitten von so bis so, die Muskeln dargestellt und die Faszien durchtrennt. Das hat entsprechend länger gedauert, längere Operationszeit, längere Narkosezeit und die Wundheilung ist doch auch immer noch mal eine Einschränkung. Das heißt, der Vorteil von dieser perkutanen durch die Haut Schlüssellochtechnik ist, wir haben eine kurze OP-Zeit, wir haben eine kürzere Narkose, in der Regel auch weniger Blutverlust, nur ganz, ganz kleine Narben. Hämatome sehen wir immer mal wieder, aber das ist relativ undramatisch. Wir haben ein sehr hohes Korrekturpotenzial, vor allem bei Patienten auch mit vielen Kontrakturen, Muskel- und Gelenkverkürzungen. Man kann das auch nochmal wieder machen, das ist kein Problem. Gerade bei Kindern im Wachstum tritt die Verkürzung durchaus nochmal wieder auf. Dann kann man das auch noch ein zweites und manchmal auch ein drittes Mal machen. Und man kann es auch mit anderen Operationen kombinieren. Komplikationen sind vergleichsweise selten. Das sind tatsächlich Blutergüsse, die sind nach zwei bis drei Wochen in der Regel wieder weg. Kurzzeitige Nervenirritationen, das haben wir häufiger mal, vor allem hier oben im Oberschenkelbereich. Da ist ein Hautnerv, der liegt im Bereich des Hüftbeugers. Der ist öfter mal beleidigt, aber das ist insofern nicht dramatisch, weil dieser Nerv tatsächlich nur ein Gefühl macht am Oberschenkel und sonst nichts. Das ist eine Zeit lang unangenehm, aber dieses Areal wird über die Zeit immer kleiner. Wenn sehr starke Verkürzungen da sind, kann so ein Nerv auch insofern mal beleidigt sein, dass er ein bisschen kribbelt oder anfangs auch etwas Schmerzen macht. Aber das sind in der Regel kurzzeitige Irritationen, die sich dann wieder geben. Muskelschwäche lässt sich nicht vermeiden, weil durch die Faszie dem Muskel natürlich auch Stabilität gegeben wird. Und wie wir vorher auch schon gehört haben, die Spastik auch stabilisiert. In dem Moment, wo die Spastik weniger wird und auch der Muskel länger wird, ist er erstmal schwächer. Das ist das, was hinterher wieder auftrainiert werden muss. Das ist ein temporäres Geschehen, je nachdem wie ausgeprägt die Spastik und Verkürzung war vorher, geht das schneller oder dauert manchmal auch bis zu einem halben Jahr, bis man diese Kraft wieder tatsächlich hat. Transfusionen, Blutverlust ist tatsächlich selten. Permanente Nervenverletzungen haben wir in der Anfangsphase zwei gehabt, aber über die letzten 7, 8 Jahre überhaupt keine mehr. Gefäßverletzung kann passieren. Embolie, das heißt, dass sich ein Blutgerinnsel bildet, was dann letztlich in die Lunge geht, das ist auch ganz selten, aber das ist eine Komplikation, die auch mit anderen orthopädischen Operationen immer mal auftreten kann. Unsere Erfahrung mit der Ulcibad-Methode, mit dem minimalinvasiven Vorgehen, die Patienten haben weniger Schmerz nach der Operation, sind dadurch auch schneller wieder fit, können schneller mobilisiert werden. Die Wundheilung geht wesentlich schneller und wir haben auch quasi keine Wundinfekte, was man bei größeren Hautschnitten schon auch mal sieht. Kraftverlust hält sich in Grenzen. Er ist da anfangs, geht aber wieder weg. Man muss dazu sagen, wenn man eine Sehne verlängert, so wie man das früher gemacht hat, ist der Kraftverlust oft bleibend und ist nicht mehr so leicht wegzutrainieren, wie das mit dieser Methode geht. Wir haben die Möglichkeit der sofortigen Vollbelastung. Mobilisation geht schneller, Ausfallzeiten sind je nachdem geringer. Das ist im Beruf in der Regel etwas schwieriger als bei den Kindern in der Schule, die dann mit den Gipsen durchaus auch in die Schule gehen können. Patienten und auch Eltern sind sehr zufrieden. Die Lernkurve für den Operateur ist eine entsprechend hohe. Also wir hatten am Anfang durchaus mehr Komplikationen, als wir das jetzt noch haben. Und man braucht ein erfahrenes Team, was sich mit der Methode auskennt. Einmal vom Operativen, auch die Physiotherapeuten müssen ins Boot holen.
Deshalb ist es super, wenn man sich da im Vorfeld schon unterhalten kann und auch der Transfer dann wirklich funktioniert mit den Informationen. Unsere Patienten bekommen während des stationären Aufenthalts einen Bericht von unseren Physiotherapeuten für die Therapeuten dann zu Hause, dass das sozusagen nahtlos weitergeht. Das Organisatorische, wir machen eine Vorstellung in der Sprechstunde, dann wird besprochen, ob eine Operation überhaupt in Frage kommt. Der OP-Termin wird vereinbart, der stationäre Aufenthalt ist zwischen 2 und 5 Tagen. Das ist je nach Mobilität, je nach Anzahl der Muskelgruppen, die tatsächlich therapiert werden müssen. Das Ganze ist eine ganz normale Operation, also man muss da nicht vorher nachfragen. Kinder werden in der Regel mit den Eltern oder mit einem Elternteil stationär aufgenommen. Hier steht, Reha ist meist nicht nötig. Das ist ein recht wichtiger Punkt. Bei Kindern ist es tatsächlich häufig so, dass die schnell wieder auf die Beine kommen, sich von alleine gern und viel bewegen und insofern sich während des Tages trainieren. Außerdem funktioniert es häufig besser, die Therapie mit dem bekannten Therapeuten zu machen, an den sie gewöhnt sind und wo das einfach läuft. Da ist tatsächlich oft eine Reha nicht nötig. Bei den Erwachsenen zeigt sich zunehmend, dass es schwierig ist, zu Hause ein ausreichendes Pensum an Therapie zu organisieren. Oft sind dann Hausbesuche notwendig, die sich nicht organisieren lassen. Und insofern ist eine Reha schon zu empfehlen. Ob man die nun ambulant macht oder ob man die stationär macht, das ist auch wieder von jedem abhängig. Das Problem ist, dass die Kostenübernahme durch die Kasse sich oft nicht ganz einfach gestaltet, weil es ein vergleichsweise kleiner Eingriff ist. Wir können aber eine sogenannte Anschlussheilbehandlung erst in dem Moment beantragen, wo die Operation stattgefunden hat. Die kann man nicht vorher anfragen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, für Patienten mit neurologischen Erkrankungen, die alle 2 Jahre ist es meines Wissens nach, alle 4 inzwischen. Jedes Jahr. Na gut, dann ist es also scheinbar. Gesetzlich alle 4. Schon, aber aber mit der Vermerk, sei denn, es ist medizinisch schneller erforderlich, dann geht ein Jahr. Also genau, gibt es die Möglichkeit, eine solche Reha turnusmäßig zu machen. Die kann man im Vorfeld organisieren und da empfehle ich, wenn eine Operation ansteht, diese Reha günstigerweise in den Anschluss zu legen, dann hat man sie sicher. Ist aber nicht davon abhängig, dass die Krankenkasse sozusagen kurzfristig so einer Anschlussheilbehandlung zustimmt. Außerdem kann man das Potenzial der Reha dann durchaus noch besser ausschöpfen, wenn die ganze Muskulatur etwas freier beweglich ist. Insofern, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, wo es nachher sicherlich auch noch etwas Diskussion gibt. Physiotherapie. Mal angenommen, man geht nicht in Reha, ist es extrem wichtig, 3 bis 4 Mal pro Woche zumindest die Physiotherapie zu organisieren, um Gangschulungen zu machen, um durchzubewegen. Auch Lymphdrainage ist wichtig, dass der ganze Lymphabfluss wieder in Gang kommt. Das sind Dinge, die man idealerweise vorher schon organisiert. Die Physiotherapie sollte funktionell orientiert sein, das heißt viel bewegen, und laufen, stehen, was geht. Die Ulcibat-Therapie oder percutane Myofasziotomie ist kein Allheilmittel. Es gibt Patienten, für die kommt es gut in Frage. Es gibt Patienten, für die kommt es noch nicht oder nicht mehr in Frage. Und manchmal muss man dann einfach auch mehr machen. Deshalb werden manchmal noch Röntgenbilder angefordert. Gerade die Fußform verändert sich durch die Spastik und den Zug der Muskeln. Und wenn es über längere Zeit eine Fehlbelastung ist, muss man eben manchmal auch Umstellungsoperationen am Knochen machen.
Das muss man aber wiederum von Fall zu Fall sehen. Und wie gesagt, man kann das sehr schön kombinieren mit der Ulzibald-Methode. Die perkutane Myofasziotomie ist eine gute Ergänzung zu bereits bestehenden Therapien in der Behandlung von spastischen Muskeln. Die Nachbehandlung ist unheimlich wichtig und muss funktionell sein. Wir haben keine allzu großen Ausfallzeiten, variiert auch je nachdem, was man tut. Während des Wachstums kann es wiederkommen, das heißt, es kann sich nochmal verschlechtern, dann kann man das aber problemlos nochmal machen. Und wir arbeiten nach dem Prinzip, dass wir lieber mehrmals kleine Operationen machen, als zu warten, bis gar nichts mehr geht und dann einmal den großen Schlag. Denn das, was man bis dahin verloren hat an Mobilität, ist extrem schwierig wiederzuerlangen. Das Ganze kann in jedem Alter durchgeführt werden. Ich danke Ihnen. Gibt es denn von eurer Seite zur Behandlung selber zu dieser Methode Ulzibald noch konkrete Fragen an die Frau Meier? Offensichtlich haben Sie es so erklärt. Ich werde bloß kurz. Was ist das genau? Ist es die Verklebung, die um den Muskel herum nochmal abgeschabt wird? Das habe ich am Anfang nicht mitgekriegt. Der Muskel ist in einer Hülle. Ja. Die ist um den Muskel rum. Mhm. Und diese Hülle ist zu eng. Die ist verkürzt und so verklebt. Ja. Und die wird einmal ringsum sozusagen eingekehrt. Ja. Okay. Nur ein glatter Schnitt einmal ringsum. Mhm. Und dann ist eine Lücke in dieser Hülle und dann kann sich das Ganze wieder ausdehnen. Und dadurch, dass man im Anschluss entweder die Ruhigstellung in der verlängerten Stellung macht, verheilt das in der verlängerten Position, beziehungsweise die ständige Bewegung im richtigen Rahmen führt dazu, dass es sich wieder verklebt und eben verheilt, die Hülle. Mhm. Aber in der verlängerten Stellung. Okay. Und das geht nur in Vollnarkose, ohne dass auch wirklich mit Körpermüdigkeit. Wir machen das tatsächlich nur in Vollnarkose. Weil man auch an die sehr stammnahen Muskeln ran muss und man kann es theoretisch, wenn es nur die Wadenmuskeln sind, kann man sich eine Teilnarkose kann man besprechen mit den Narkoseärzten. Die Regel ist die Vollnarkose, aber da gibt es Möglichkeiten, was zu besprechen, ist aber abhängig von der Muskelgruppe, die therapiert wird. Man kann dann mit der Faszienrolle dann da gezielt auf den Rücken oder Vorbeugen, das sind hier Erleichterung erfahren. Empfehlen wir, also gerade bei Bewegungseinschränkungen, die noch nicht so extrem sind, empfehlen wir erstmal das Programm mit Faszientechniken durch die Therapeuten, mit der Faszienrolle selber zu arbeiten. Da kann man häufig sehr viel erreichen. Ab einem gewissen Level reicht es manchmal tatsächlich nicht mehr aus. Also wichtig auch mit der Faszienrolle jetzt zu arbeiten, wirklich in der Vorbehandlung schon als OP, kann man einfach diese Faszien zu einem gewissen Grad schon etwas lockern, sage ich jetzt mal, dass dann einfach das Unterstützen dann zur OP auf alle Fälle wirklich sehr sinnvoll ist. Ja. Ja, haben wir jetzt auch mit Fitness und Reiner auch in der Vorbehandlung viel mit der Faszienrolle gearbeitet. Frage, die noch für die erfahrungswerte Dynamik, die der Effekt dann einhält, also nach der OP, nach der Reha, was kann man da noch zusätzlich machen, dass der Effekt nicht lange anhält? In Bewegung bleiben. Ist auch Dauer oder kann man vorstellen, dass es die Faszien und der Effekt nicht in der Reha bilden? Die kann sich durchaus wieder neu bilden, ja. Je mehr man sich bewegt und je mehr man diese Faszien mobilisiert und im Flow hält sozusagen, desto geringer ist das Risiko, dass sich das wieder entwickelt.
Wir sprechen bei der HSB von einer fortschreitenden Erkrankung. Da darf man sich letztlich auch nichts vormachen. Und wir können nur eine Unterstützung geben, dass manche Dinge besser funktionieren. Aber aufhalten können wir das Ganze leider auch nicht. Aber die Verklebungen oder die Wiederverklebungen, die Wiederverkürzungen können Sie tatsächlich bestmöglich aufhalten, indem Sie in Bewegung bleiben. Denen und bewegen in dem Ausmaß, was geht. Ich sage da auch noch was dazu, aber wichtig ist auch nachher, der Pfleger wirklich die Physiotherapie dann in Anspruch zu nehmen und eben wirklich wöchentlich, um eben eine gewisse Kräftigung und auch dieses Bewegungsausmaß eben beizubehalten. Alle von euch, die unser Forum kennen und die Beiträge darin lesen, müssten zu dem Thema Pulsibad einen ersten Bericht gelesen haben von einem HSPler aus Kiel. Der HSPler aus Kiel hat beschrieben, dass er die Ulzibad-Methode vor einigen Jahren hat machen lassen. Vor einigen Jahren hieß aus heutiger Sicht vor etwa 5 Jahren, als seine schulische Ausbildung Abi zu Ende war. Er hat dann studiert, hat heute sein Studium abgeschlossen und war jetzt 5 Jahre später nochmal bei Ihnen in München und hat wieder checken lassen, muss ich mich nochmal operieren lassen. Klare Aussage in München war, eine zweite OP ist auch nach 5 Jahren noch nicht erforderlich. Er sagt heute, ihr könnt es wie gesagt im Forum lesen, ist der Tim Jakobsen. Er sagt heute, es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Ich habe ihn durch einen Zufall kennengelernt, weil, mancher Zufall, seine Familie bei uns gespendet hat. Und ich dann wissen wollte, wer ist das? Und im Gespräch mit der Familie kam dann raus, dass bei ihm die Ulzibad-Methode vor ein paar Jahren gemacht wurde. Ich habe dann mit ihm gesprochen und er sagt sehr klar, ich kann nur jedem empfehlen, das machen zu lassen. Er unterstützt damit das, was mir ein Amerikaner mitgeteilt hatte, dessen Tochter mit einer SPG3-Mutation in die Ulzibad-Methode kam und letztlich all das, was bisher an Rückmeldungen von uns kommt, klingt auch sehr, sehr gut. Wir werden da ja nachher noch ein bisschen was hören. Ganz kurz, wenn ich da ergänzen darf, was wir aus der Erfahrung sehen, ist tatsächlich, dass je weniger Einschränkungen man schon in die Operation mitbringt, desto leichter profitiert man auch davon. Und man muss sich auch tatsächlich im Vorfeld realistische Ziele setzen. Das ist auch was, was wir gerne im Gespräch diskutieren können. Was kann ich eigentlich erwarten von der Ulzibad-Methode? Weil jemand, der auf den Rollstuhl schon angewiesen ist, ist es schwierig, ihn wieder zum Gehen, zum freien Gehen zu bringen. Man kann unterstützen und helfen, aber alles rückgängig machen geht schlicht und ergreifend nicht. Und deshalb eben auch, was ich vorher sagte, lieber mehrmals ein bisschen, um in der Bewegung zu bleiben. Also was mich interessieren würde, ist einfach dann im Anschluss nach der Operation praktisch, wie es dann weitergeht. Also sprich, man versucht eine Reha zu organisieren im Vorfeld, um das eben miteinander anstatt einer Anschlussheilbehandlung dann zu kombinieren. Aber wie lange fällt man dann jedes Mal aus praktisch? Wie lange dauert es, bis man praktisch gesagt wird? Ja, also die Operation, der stationäre Aufenthalt, rechnen wir eine Woche. Reha ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich sage allen, dass sie 6 Wochen mindestens eigentlich rechnen müssen, vor allem diejenigen, die Auto fahren, weil das mit den Gipsen nicht geht.
ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht erlaubt ist, ein Auto fahren zu fahren. Und je nachdem, wenn man natürlich eine Tätigkeit hat und man ständig auch nur auf den Füßen ist und viel tragen muss, dann wird man sicherlich bis zu 12 Wochen ausfallen. Wohingegen jemand, der überwiegend am Schreibtisch sitzt, der kann nach 6 Wochen nach der Reha wieder arbeiten gehen. Mhm. Also das ist individuell so ein bisschen unterschiedlich. Und wird es immer, also ausschließlich jetzt in München, oder gibt es auch noch in anderen schönen Kliniken? Also in Fürth bei uns gibt es auch eine schöne Klinik zum Beispiel. Ist es tatsächlich was relativ Spezielles. Ja. Wir kommen aus der Kinder- und Neuroorthopädie, wo wir auch Kinder mit andersartigen Spastiken sehr viel behandeln. Und da sind wir schon ein Schwerpunktzentrum, definitiv. Und es gibt vereinzelte Kliniken, die es machen, aber sicherlich in deutlich geringere Anzahl, als wir das tun. In der Startphase, als wir angefangen haben, uns mit Ulcibab zu beschäftigen, haben wir in Deutschland 2 Kliniken gefunden. Die eine ist die Schönklinik, die wirklich als Klinik arbeitet, und die andere ist ein Sportarzt, der in der Nähe von Stuttgart sitzt und das wohl ambulant anbietet. Ich habe von dem oder über ihn bisher seine Internetseite gefunden, die recht gut aufgebaut ist. Ich kenne bisher aber keinen Patienten, der da war. Ich kenne aber etliche Patienten mit HSP, die jetzt in der Schönklinik waren und die positiv berichten. Deshalb im Prinzip aus meiner Sicht nur die eine Klinik. Und welche Lehrerinnen, also an welche Adressen oder was halt sinnvoll ist, die da noch eine Erfahrung haben? Ich kenne bisher noch keine oder nicht viele Aussagen zu Reha nach Ulcibad. Reha für HSP gibt es im Prinzip nur die 2 Kliniken, die sich wirklich mit HSP auskennen. Ob man jetzt aber nach Ulcibad sagen muss, dann unbedingt in so eine Reha-Klinik, kann ich im Moment nicht beurteilen. Dem stimme ich zu. Ich glaube auch, dass man nicht mehr auf HSP schauen muss, sondern auf die Gegebenheiten, die sich jetzt im Endeffekt nach der OP entstellen. Ja. Denke ich auch. Schlussendlich ist eine Reha zwar nicht erforderlich, aber eine gezielte Physiotherapie. Ja. Aber wie soll man die im Alltag einbauen, wenn ich sage, wenn ich jetzt in der Woche 3-4 Mal Krankengymnastik machen soll? Oder halt Aufbau, das ist ja alles der Zeitaufwand. Ne? Ja, dann macht es auch nicht mehr. Als Osteopie, die 6 Wochen, sollte da wirklich 3 bis 4 Mal wöchentlich eine Physiotherapie Minimum natürlich die. Hast du was eben gefragt von der Zeitschiene her? Wie lange braucht man nach der OP? Hast du dir den Beitrag mit den Filmen von unserem HSPler aus Hamburg im Netz angeguckt? Ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit. Okay, bitte anschauen. Bitte anschauen. Der hat genau beschrieben, was er gemacht hat. Er war eine Woche in der Klinik in München, ist von dort aus direkt in Reha und hat zwischendurch Filme gedreht. Ihr seht bei ihm, wie er vor der OP aussah, wie er, richtiger gesagt, gelaufen ist. Er hat 3 Filmchen gedreht in der Reha, sodass man da sehen kann, wie läuft er auf den Laufbahn, wie läuft er mit Gehhilfen, und hat dann wieder den 3. Film 3 Monate nach der OP wieder bei sich zu Hause in Hamburg und ist die gleiche Strecke gelaufen, die er vorher gelaufen ist, um da einfach Unterschiede zu zeigen. Leute, bitte, 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 schaut euch, dafür machen wir ja das ganze Thema, schaut euch das an, da könnt ihr so viel erkennen und so viele Fragen beantworten sich dadurch. Okay. Ja, das ist wirklich ein toller Beitrag. Und zum Beispiel war in einer rein orthopädischen Reha, also nicht in einer HSP-Spezialisierung. Er ist in Berchtesgaden gewesen. Reha-Klinik ist aber auch abhängig von der Krankenkasse. Nicht jede Krankenkasse arbeitet mit jeder Reha-Klinik zusammen. Also insofern ist man da manchmal auch ein bisschen darauf angewiesen, wo man hin darf, sozusagen. Ja.
bitte wiederholen, eben zu weit weg. Also die Frage ist nach Langzeitbeobachtung, wie sich Patienten entwickeln, die in der Kindheit operiert wurden, wie das 10 Jahre später aussieht, weil ein orthopädischer Kollege einer Universitätsklinik wohl Erfahrung hat mit Patienten, die jetzt Probleme haben. Ja. Unsere Erfahrung ist tatsächlich die, dass die Patienten davon profitieren. Wir haben viele Kinder oder mittlerweile junge Erwachsene, die wir als Kinder oder Jugendliche operiert haben und die nachhaltig davon profitieren. Das ist definitiv die überwiegende Anzahl, sonst würden wir das nicht weitermachen. Es gibt immer Patienten, die nicht zurechtkommen oder die nicht zufrieden sind. Das haben sie mit jeder Operationsmethode. Die gibt es immer. Und das Problem ist tatsächlich, es sind gerade die Patienten, die nicht zufrieden sind, die dann woanders hingehen. Wir haben das andersrum auch, dass wir Patienten sehen, die anderswo operiert wurden und überhaupt nicht klarkommen. Und das mag die falsche Indikation zum falschen Zeitpunkt gewesen sein. Die Nachbehandlung hat vielleicht nicht gestimmt. Es ist was anderes dazugekommen. Das ist schwierig, das so zu sagen, was es da nun gerade war. Unsere Erfahrung ist tatsächlich die, die ich hier gezeigt habe. Und die stetig, ich habe die Folie rausgenommen, wo ich aufgezeigt habe, wie viele Patienten wir nach dieser Operationsmethode operieren inzwischen. Das sind von Jahr zu Jahr wirklich mehr. Und die kommen, weil sie sich mit anderen unterhalten, die zufrieden sind, die gut zurechtkommen. Und ich gebe zu auf die Frage mit Studien, das ist unser Dauerproblem, wir sind kein universitäres Haus, wir haben einen tatsächlich operativen Schwerpunkt und leider nur wenig Kapazität bis gar keine für die Forschung. Wir sind dran, die vielen, vielen Daten, die wir haben, aufzuarbeiten, aber das geht nicht ganz so einfach wie am Ende. Was würden Sie vorschlagen vom zeitlichen Ablauf her? Mache ich die Anschlussheilbehandlung oder soll ich hier ein bisschen einen größeren Abstand zur Reha machen? Haben Sie da Erfahrung? Also oft bietet es sich tatsächlich an, die ersten 4 bis 6 Wochen durch Physiotherapie zu Hause zu überbrücken und in dem Moment, wo die Gipse wegkommen, wo es wirklich dran geht, ich kann jetzt wieder mehr machen, ich kann Ausdauer trainieren, ich kann wieder Kraftaufbau machen, ich muss das gehen. Neu erlernen, dann macht es Sinn, in eine Reha zu gehen und das Ganze zu intensivieren. Diejenigen aber, die zu Hause nicht zurechtkommen, weil mit Gips, sie kommen nirgends hin, sie haben keinen Physiotherapeuten, der nach Hause kommt, da ist natürlich eine Reha dann entsprechend sinnvoll, weil da haben sie eine Rundumbetreuung. Also individuell. Okay, ich komme mal bei Quadrat auch gleich drauf ein. Ja. Ich meine, auch die Reha nach hinten zu schieben, ist für mich jetzt besser gewesen, weil im Endeffekt nach den Blutergüssen, die ich gehabt habe, die Schwellungen, die dauern, das wäre im Endeffekt ein suboptimaler Ansatz gewesen, die erst einmal in der Reha 3-4 Wochen abzubauen. Mhm. Ja, das ist nicht das, was ich jetzt. Genau. Ja. Ich schließe mich da auch an. Also ich würde auch jedem empfehlen, wirklich nach den 6 Wochen postpedal erst in die Reha zu gehen, weil einfach das gewisse Bewegungsausmaß da der Patient erreicht hat und die Gipse einfach wechselt. Ja. Wirklich sehr sinnvoll. Natürlich in den 6 Wochen postpedal wäre ein Hausbesuch möglich, aber im Idealfall natürlich, wenn der Patient dann gefahren wird von der Familie dann halt. Ja. Gibt es irgendwie Indikatoren, ab wann darf man das, was für ein Zeitpunkt der Erkrankung, was man darüber nachdenken soll? Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, dass ich es merke, anscheinend in die Grundläufe geht es noch, aber ich selber merke, dass es immer schlechter wird.
versuche das aber durch Fitness- und Dehnungsübungen und Physiotherapien zu kriegen. Aber wir haben es vorher gelernt, wenn es einen bestimmten Punkt überschritten hat, man kommt nur über bestimmte Prozentzahlen hoch. Und wenn ich aber dann schon mit dem Becken komplett mal stehe und Schäden in der Wirbelsäule habe, dann hätte ich eigentlich zum Beispiel schon vor zwei Jahren, wo man eben das erst beginnt, vielleicht doch wieder einen Eingriff, das Ganze schon länger rausziehen. Da gibt meine Indikatoren, dass man da zu euch kommt, weil zum Schluss kommt jetzt jeder und hier müsst ihr zusammenstunden und mal die Indikatoren aufzustellen. Also ich sage eigentlich immer meinen Patienten, den Zeitpunkt bestimmen letztlich ein bisschen sie, der Punkt, wo sie merken, es geht irgendwas schlechter. Sie laufen nicht mehr so und sie stolpern. Das ist zumindest der Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal gucken sollten, ob es in Frage kommt oder ob jetzt schon der Zeitpunkt ist. Weil ich mich tatsächlich auch leichter tue, wenn ich sie dieses Jahr sehe und sehe, passt noch alles und ich sehe sie nächstes Jahr wieder und es ist wirklich deutlich schlechter geworden. Das ist viel einfacher, dann die Entscheidung zu treffen, als wenn man den Patienten zum ersten Mal sieht. Ich meine, es gibt Befunde, da ist es klar, da ist es jetzt so, aber gerade die, so wie Sie es beschreiben, es fängt an, schlechter zu werden, aber so richtig greifbar ist es noch nicht. Da ist es gut, wenn man sich das tatsächlich gemeinsam anguckt und bespricht, wie man weitermacht. Wenn man merkt, dass man mit der Ferse nicht mehr richtig runterkommt, wenn man merkt, dass man zunehmend nach vorne kippt, wenn das Gleichgewicht, die Stabilität schlechter wird, was sind alles so Zeitpunkte, wo ich tatsächlich drüber nachdenken würde. Ja. Also wenn ich da noch was ergänzen darf, weil du das jetzt so direkt fragst, genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, habe ich auch erlebt. Und ich habe gesagt, auf was möchte ich denn jetzt eigentlich warten? Weil ich habe ja im Haus jemanden, der so ganz lang warten hat müssen. Und insofern habe ich gesagt, auf was möchte ich warten? Und ich kann auch nur das so bestätigen, es ist das Beste, was ich jemals gemacht habe, seit wir hier beieinander sind. Ich habe auch die Physiotherapie-Studie mitgemacht. Die ist extrem anspruchsvoll, finde ich, vom Pensum. Und die Verbesserung ist nur ganz marginal zu spüren. Ja, also für mich eigentlich nicht spürbar, sie ist aber ein bisschen messbar, sage ich mal. Aber das, was hier passiert, das ist gigantisch. Selbst wenn ich jetzt momentan, wenn mir jemand sieht, also gut, wenn mir jemand jetzt direkt im Vergleich, das werden wir halt nur sehen mit dieser Ganganalyse, dann werdet ihr auch feststellen, mein Körpermittelpunkt ist wieder da. Ich kann gerade stehen. Ich bin sonst einmal so nach vorne. Ich habe immer das Gefühl gehabt, kann ich mich mal vorne irgendwo einhalten, weil sonst kippe ich nach vorne über. Weil die Wadenmuskulatur so kurz ist, dass der ganze Körper abhebt. Ich habe es zum Beispiel Dr. Herzig vorher gesagt. Ich habe immer so einen Dauerschmerz in den Kniebeugern gehabt. Der ist jetzt weg. Und ich habe einfach wieder, ja, ich muss jetzt Dinge, das kann ich auch nur spiegeln, ich muss Dinge wieder neu lernen, weil natürlich neurologische Verbindungen, die mein Körper schon abgeschrieben hat sozusagen, die muss ich jetzt wieder lernen anzusteuern. Aber vom gesamten Körpergefühl her ist es eine Verbesserung total. Und ich kann jedem, der in einer Situation ist wie du, wirklich nur empfehlen, nicht zu warten. Die Kinder das bewältigen und die kriegen sogar Geld dafür, dass sie es machen. Ja, also, Entschuldigung, das ist halt so, das ist nur eine Frage der Einteilung und da ist halt auch so, wer zuerst kommt, malt zuerst. Also insofern, ja, man muss ja, glaube ich, das muss ich auch mal sagen, darin auch mal den Mut haben, den Weg zu gehen, sich aufzuraffen und mal sagen, ja, wir können hier alle nicht warten, bis jemand kommt mit der goldenen Tablette und sagt, ich wirf das nicht, dann stehe ich aus meinem Rollstuhl auf und bin geheilt. Auch das kann ich nur bestätigen. Und das sehen wir ja auch da. Da kannst du noch einen Satz dazu sagen. Die Verbesserung bei der Mama ist definitiv da, aber es ist natürlich alleine schon durch den größeren Eingriff deutlich schwieriger zu messen als bei mir. Also bei mir ist so, ich bin mega zufrieden und bei mir ist es eine, wie sagt man denn, eine Verbesserung des Lebensgefühls, die Lebensqualität ist deutlich gesteigert, auch wenn ich jetzt nur Muskeln schwach habe, weil ich ja eben 6 Wochen in den Gipse drin war, aber wenn du jetzt das überlegst oder jeder, der das überlegt,
bitte wartet nicht so lange, weil ich konnte es nur bestätigen, das, was schon kaputt ist, kann man neurologisch nicht mehr herstellen, aber ich kann die Rahmenbedingungen orthopädisch schaffen, damit man da besser vorwärts kommt. Habe ich so richtig? Ja. Wie lange dauert es, bis man wieder hinkommt? 2 bis 3 Monate etwa, ja. Okay. Müssen Sie gleich mit. Muss ich so loswerden? Ich fahre nach München zurück, ja. Ja. Also etwa 2 bis 3 Monate für einen Sprechstundentermin, kann auch mal schneller gehen. Und OP-Termin sind dann auch nochmal etwa 3 Monate. Plus geht's. Ja. Nochmal ein Argument dazu, zu der Frage der Typen. Was für mich auch wichtig war, wann fängt man mit den ersten Hilfsmitteln an? Na, ich tue mir extrem schwer, ich habe dann auch, sage ich jetzt, den Zeitpunkt verpasst, oder mir wäre es lieber gewesen, ich hätte es 2 Jahre früher gemacht, weil ich jetzt mit Schritten gehe. Ja, ich habe vor der OP auch einen Stock benutzt und da merke ich schon, dass ich jetzt vielleicht ganz gewisse Bewegungen mit dem Stock, wie wenn ich den abgefangen habe, in der schlechten Zeit schon, sage ich jetzt mal, vor der OP, und die, da tue ich jetzt hart, dieses wieder wegzubringen. Ja, das ist eine Sache, bevor ich zu Hilfsmitteln komme, bitte in die Schwinge legen. Ja. Zumindest zum Anrufen. Genau. Ja, ich habe vielleicht noch eine Anleitung. Ich fand das eben total wichtig, in dem Zeitrahmen. Bei mir wurde ja das eben im Herbst 2015 festgelegt. Ich habe den später 2017 zufällig von der Unzuweitung gelassen. Weder meine Neurologe noch der Orthopäde noch der Flugzeug kennt das. Das Problem ist, es sind schon 2 Jahre ins Land gegangen bei mir. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich vielleicht auch früher reagieren können. Das ist nur eine Anregung, vielleicht in den Fachbildern, die Physiologen lesen, die Orthopäden lesen, das einfach mal zu organisieren. Also es ist jetzt kürzlich in neurologischen Fachzeitschrift ein Artikel erschienen und wir präsentieren auch unsere Ergebnisse auf entsprechenden Kongressen, aber nicht jeder Orthopäde, nicht jeder Neurologe geht auf alle Kongresse und liest schon gar nicht alle Blättchen, die da zur Verfügung stehen. Das Beste ist tatsächlich noch immer die solche Veranstaltungen wie hier und das Forum. Das sind so wird es weitergegeben. Wir sind offen für jeden Kontakt, also wenn jemand Fragen hat, die dürfen uns eine E-Mail schreiben, die dürfen uns anrufen. Wir sind wirklich extrem akribisch in der Beantwortung von E-Mails und auch mit Rückrufen. Das ist überhaupt kein Problem, kann jederzeit nachfragen. Aber das ist schwierig. Eine ganz wichtige Sache noch dazu. Es ist effektiv so, dass viele Neurologen dieses Thema überhaupt nicht kennen. Es ist ja keine neurologische Behandlung, sondern es ist im Prinzip eine orthopädische Behandlung. Viele Neurologen sagen dann, müssen wir uns schlau machen, oder andere sagen, es gibt keine Studien dazu. Wir müssen, bevor was gemacht wird, Studien haben. Die Argumentation ist ja nachvollziehbar. Ja, und Frau Dr. Herzig hat es eben gesagt, Sie fangen damit nun an. Aber eine Klinik ist was anderes als eine Universitätsklinik. Die Uniklinik weiß genau, wie Studien gehen. Es ist aber nicht so ganz leicht möglich, ich habe es probiert, die Uniklinik und die Schönklinik da an einen Tisch zu kriegen, dass man sagt, wir machen damit eine Studie. Denn, warum nicht? Solche Studien kosten Zeit und kosten Geld. Und wir als gehen mit HSP, als Förderverein, würden gerne so eine Studie mitfinanzieren. Aber Leute, wir kriegen kein Geld dafür. Muss man einfach sehen. Wir haben, ich sage das immer wieder, 6.000 HSPler in Deutschland. Wenn jeder von denen
jeden Monat 10 Euro zur Seite legen würde, besser gesagt zu uns spenden würde, hätten wir im Jahr 720.000 Euro. Wir kommen aber auf 30.000 bis 40.000. Die 10 Euro, die jeder zur Seite legen könnte, das klappt im Moment noch nicht. Sei es drum. Wir machen im Moment mit der Ulzibert-Methode 2017, sagtest du, hast es erkannt, vermutlich über uns, über unser Forum. Ja, das war dann auch über Umwege, auch rein der Zufall, dass ich dann gerne das Forum. Ja, ja, aber wir sind, wenn man sich überlegt, wie wir daran gekommen sind, das ganze Thema Ulzibert gab es vorher bei Ihnen zur HSB auch nicht. Ja, und wie viel Arbeit wir reingeschickt haben, um überhaupt in die Grundlagen reinzukommen, um dann irgendwann zu hören, weil es zunächst hieß, es geht nur bei Kindern. Dann haben wir Werbung gemacht für das Forum, dass die Kinder das bitte ausprobieren. Und dann kriegten wir von einer Familie aus Baden-Württemberg den Hinweis, und die Klinik hat uns gesagt, das geht auch bei Erwachsenen. Und dann habe ich mit dem Dr. Bernius, dem Chefarzt der Klinik, ein 2 Stunden langes Telefonat gehabt, wo er mir dann klar machen konnte, jawohl, das ist so. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, kennen Sie HSP? Ich sagte, nee, HSP kenne ich auch nicht. Ich sagte, jetzt schicke ich Ihnen 2 Patienten nach München. Und zwar mit unterschiedlichem Lebensalter und damit unterschiedlichem Stand der Erkrankung. Nämlich die beiden Steinbergers, Mutter und Sohn. Da war er wirklich begeistert. Die waren ein paar Wochen später dort, kamen zurück und sagten, wir lassen das machen. Und dann war vor einem Jahr, ziemlich genau heute vor einem Jahr, hier im gleichen Raum wie Frau Dr. Herzig und hat uns hier erzählt, was läuft eigentlich bei der Methode und hat den Steinbergers dann nochmal Mut gemacht, kommt dann bitte in den nächsten paar Wochen oder Monaten ja, zu uns und lasst das machen. Wir experimentieren. Das muss man bitte sehen. Man darf den Neurologen es nicht übel nehmen, dass sie sagen, können wir noch nichts zu sagen. Sie wissen es im Moment noch nicht. Und wir experimentieren nur, weil wir sagen, passieren kann im Prinzip nichts. Und bisher kriegen wir nur positive Rückmeldungen. Ohne dass wir das gestartet wären, müsst ihr bitte immer sehen, ohne überhaupt mal die ersten Zeilen dazu im Forum geschrieben zu haben, gäbe es das Thema HSP Ulzibert nicht. Würden wir die Frau Dr. Herzig nicht kennenlernen oder kennengelernt haben und sie wäre heute nicht hier. Bitte immer richtig sehen, wir experimentieren und das geht nur, wenn ihr mitmacht. Ich kann mal auf jeden Fall anschließen, also ich war ja in der Frage, was mache ich denn? Bei mir ist es im Endeffekt so gewesen, ich war auf einer Reha und ich habe keine Bewegung mehr reingebracht. Auch während der Reha, das habe ich bei anderen Reha-Standards mitgekriegt, ich habe keine Bewegung mehr reingekommen und da haben wir das im Endeffekt vor einem Jahr gehört und dann habe ich gesagt, ich werde auf keine irgendwelche Studien warten können, die dauern 5 Jahre und dann ist der Zug abgefahren. Ja. Und ich kann auch mich nur dem Rhein anschließen. Also wenn von eurer Seite jetzt an die Frau Dr. Herzig, eine kurze Frage. Kam der Hinweis, dass der junge Mann anfangs des Jahres auch operiert wurde und dass bei Fragen die Familie gerne zur Verfügung steht. Was ist noch Frage? Vor 15 Jahren habe ich ja damals hier gehabt und habe eine ganz alte OP noch gehabt, wo ich keine Vollgeschnitte finde. Ich habe alle 3 gehabt. Ich habe die Achilles, die Adduktoren und die Knie gehabt. Und das hieß so 3 Monate Gips und 1 Gips. Und ich jetzt diese Frage, ist das dann noch möglich überhaupt, diese Ulzibert bei mir? Ja. Schon, ja. Weil ich ja diese Schnitte habe. Weil bei mir sind die Knie auch eingewachsen in der Zeit.
man muss es sich letzten Endes anhalten. Aber durch die großen Schnitte sind meistens relativ große Narben entstanden. Nicht nur die in der Haut sichtbar, sondern auch das, was drunter ist. Ja, weil wir sind die Knie eben angewachsen. Und das muss man sich tatsächlich angucken. Aber auch wir haben Patienten, die wir vor 15 Jahren nach der alten Methode sozusagen operiert haben, 5 oder 10 Jahre später nach Ulcerat operiert und das funktioniert gut. In aller Regel. Ja, da muss man schauen, wie stark die Verkürzung tatsächlich ist und wie sehr das Gelenk und der Knochen schon in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Position. Das ist so schwer pauschal zu beantworten. Theoretisch geht es. Ja. Ja, Frau Dr. Herzig, ich sage nochmal im Namen von uns allen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nochmal genommen haben. Ja. Auch von mir persönlich, oder ich sage jetzt mal von uns persönlich, danke, dass Sie uns operiert haben. Also in diesem Jahr, ja. Sehr, sehr positiv. Ja, trotzdem, und auch wenn Sie Geld dafür kriegen, trotzdem mein ganz persönlicher Dank, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Wir bleiben in Kontakt, wir tauschen uns weiter aus. Auch Sie sehen, das sind viele Menschen, die froh sind, dass da was gibt. Und ja, wir sind ein Stück weit die, die gesagt haben, ja, wir haben den Mut, auch er, das zu machen, weil manchmal, das sieht man ja auch da aufgrund der Rückmeldung, die Vorstellung ist oft ein bisschen eine andere. Also es ist nicht so, dass irgendwie alles von selber sich entwickelt und dass der Neurologe uns was bringt, sondern wir müssen auf die Leute zugehen und sagen, so ist unsere Symptomatik, was können wir denn tun? Ich komme gleich nochmal drauf. Und deswegen sage ich nochmal herzlichen Dank. Sie haben jetzt Ihr Zeitbudget ein ganz bisschen überschritten, aber ich hoffe, Sie müssen jetzt nicht ganz zu schnell zurückfahren. Vielen Dank nochmal, dass Sie da waren. Wir hören voneinander und kleines Geschenk. Okay.